Ich habe es überlebt. Meine Mutter brachte mich zu meiner Oma und meiner Tante in ein Dorf in der Nähe von Hamburg. Hier lebe ich jetzt und bin seit anderthalb Jahren clean. Wenn ich an Detlef denke, bekomme ich Angst. Ich denke oft an Detlef. Ich würde ihm gern etwas von meiner Kraft abgeben und ihm helfen. Aber ich glaube, ich brauche meine Kraft vorerst noch für mich selbst. Just for one day.